Hey Jonas, du folgendes. Und zwar, wenn du einen Pyroflip machst und du mit dem Heck zu dir beginnst, dann fängst du ja mit Nick nach vorne an. Und dann ist es immer so, wenn der Heli, wenn du durchgehend Pyroflips machst, dass immer wenn das Heck zu dir zeigt, der Heli ja wieder komplett waagrecht sein muss. Entweder auf dem Rücken oder in Normallage. Und wenn er in Normallage ist, bist du, wenn du den Kreis auf der Taumelscheibe machst, bist du immer bei Nick vorne. Ja, beziehungsweise bei Nick hinten, wenn er genau waagrecht steht und das Heck wieder zu dir zeigt. Und dann sag dir das einfach vor. Nick vorne, Nick hinten. Nick vorne, Nick hinten. Damit du das eben den Rhythmus angleichen kannst und gegebenenfalls, sage ich mal, auf der Taumelscheibe eben schneller drehen musst oder langsamer. Weil jedes Mal, wenn, wie gesagt, das Heck zu dir zeigt, musst du entweder genau Nick vorne haben oder Nick hinten. Und beim Pyro-Chaos, ja, ist es genauso, wenn du das mit drei Flips pro Flip, mit drei Pyros pro Flip machst. Dann ist es zwar das Ganze schneller, aber immer wenn das Heck direkt zu dir zeigt, auch wenn es relativ schnell vorbeigeht, weil das Heck sich ja jetzt relativ schnell dreht, ist es immer so, dass du bei Nick vorne oder Nick hinten bist. Und dann hilft es mir, zumindest, ja, mir persönlich hat es immer sehr geholfen, und ich mache es ab und zu immer noch, dass ich selber zu mir sage, Nick vorne, Nick hinten, Nick vorne, Nick hinten, Nick vorne, Nick hinten. Und dass ich halt so den Rhythmus anpasse und dass ich dann Nick bewusster mehr nach vorne drücke oder mehr nach hinten, ja, um falls der Heli auch nicht waagrecht genug steht. Das ist nämlich auch ein Riesenproblem, dass oftmals einfach das Heck nach unten hängt. Ja, dass das Schwänzle nach unten hängt, das ist nie gut, auch nicht beim Helifliegen, auch nicht beim Pyrocross, beim Pyroflip. Sorgt dafür, dass der Heli auch wirklich waagrecht steht. Du musst jederzeit mehr oder weniger abbrechen können und im Rückenschweben sein oder im Normalschweben, auch während du die Pyros machst. Du kannst das Heck praktisch weiterdrehen und dann kannst du aber mehr oder weniger, wenn der Heli komplett waagrecht stehen, auf dem Rücken oder in Normallage hoch und runter fliegen. Du musst immer irgendwann zu einem bestimmten Punkt, ja, musst du den Heli komplett waagrecht gestellt haben. Nur dann ist es sauber. Und das A und O sind eben, wie gesagt, Pyroflips, dass die sauber gehen. Ja. Und wie der Name so schön sagt, Flips sind die Grundlage schlechthin für das Pitch-Management. Weil gerade beim Pyro-Chaos ist das Pitch-Management extremst wichtig, weil sonst wanderst du komplett. Ja, und sonst passt es hinten und vorne nicht. Deswegen musst du Rollen und Flips auf der Stelle perfekt aussteuern können. Ja, und da nicht aussteuern dahingehend, dass du auch auf der Stelle bleibst, also dass du auf einer Höhe bleibst und nicht nach vorne wanderst und nicht nach hinten, aber auch nicht nach links oder nach rechts, aber auch so hingehen, dass du auch aufsteuern kannst, dass du zum Beispiel einen Flip wandern lassen kannst oder eine Rolle, dass du zum Beispiel ein Looping aus Flips machen kannst oder dass du senkrecht steigst, senkrecht sinkst, ja, oder dass du nach links wanderst oder nach rechts wanderst, dass du solche Basics eben wirklich, ja, wirklich üben musst.